Moin! Herzlich willkommen zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play alle 17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map. Hier in der Version. Welche Version haben wir denn? In der Version 2.1 ohne Gräben. Ich bin dabei. Oder wir sind dabei. Nee, eigentlich bin ich das ja nur. Ich sag mal wir, ne? Ja, ja. Eure Majestät. Nein, wir. Nein. Also völliger Quatsch natürlich. Wir sind dabei. Hier oben. Uns um die Kurse zu kümmern für die große Ernte auf Feld 45 und dafür laufe ich immer quer durch die durchs Gebüsch. Hier stehen dann so ein paar Fahrzeuge von uns. So. Ja, machen das ja mit Überladewagen. Muss ich erstmal gucken, dass ich hier rauskomme. Nein, hier mal. Lass mal den noch eben vorbeifahren. Wieso schlängeln die denn so? Was soll das denn? Da muss ich gleich nochmal was machen. Das gibt sonst Probleme. Ja, 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 ja. Ach du Arschloch, ey. Fährst jetzt hier erstmal, fährst erstmal ein Stück zurück und dann fährst du ein Stück vor. So. Fährst hier erstmal aus dem Weg. So. Das ist schon mal das Wichtigste. So, jetzt fahren wir da, gehen wir da rüber. Ja, ja, ja. Heute Abend Livestream, heute am Livestream. Heute Abend im Livestream könnt ihr noch erfahren, ob es meine Modpacks jetzt schon zum Download gibt oder nicht. Weil heute kann ich euch das vorher noch nicht, kann ich euch das noch nicht sagen, weil ich diese Folge vorher aufgezeichnet habe, vor dem Wochenende. So. Auf der Straße. Naja, das passt aber ja eigentlich. Okay, so. Ja gut, der steckt im Verkehr fest, das ist klar. Das ist logisch. Abfahrer einstellen. So. Und auch er müsste jetzt im Verkehr feststecken. Genau. Wir stecken jetzt beide, na, alle drei im Verkehr fest. Und es ist hier aber genug Platz, dass ich hier dran vorbeifahren kann. Das ist doch sehr schön. Gehen wir mal hier durch zu unserem Truck-Tor. Der hier irgendwo steht, da vorne steht er. Und fahren hier auch schon mal einen Kurs ein. Kursaufzeichnung beginnen. So. Erstmal eben was gucken. Ja, von da kann ich jeden Punkt der Karte erreichen. Das ist schon mal sehr praktisch. Fahren mal das Überladerohr aus. In der Hoffnung, dass das dann auch funktioniert. Später. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich hier gleich einen Pausepunkt setzen.
wo er überladen soll. Boah, hoffentlich funktioniert das, ey. Muss ich da noch irgendwas einstellen? Abladepunkt setzen? Nee. Nee, muss ich nicht. Okay. Also hier jetzt noch nicht. Fahren wir hier nämlich wieder zurück aufs Feld. Und dann hier vorne. Feld 45. Überladewagen. So. Was kann ich da jetzt machen? Gucken, ob der das hinkriegt. Schön. Ja, das könnte interessant werden. Das könnte richtig interessant werden. Das habe ich noch nie gemacht. Mal gucken. Mal schauen, wann die Felder soweit sind. Wir sind hier voll am Vorbereiten.
So, das ist schon mal schön. Das hat er. Er soll Feld 45 die Drescher suchen. Das hat er auch. Wie weit sind denn die Felder? Immer noch nicht. Wie lange braucht so ein Feld immer? So eine reife Erntestufe? Quatsch hier. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich könnte mich aber ja jetzt mal darum kümmern, dass meine Drescher hier auch langsam mal herkommen. Oh, steigen wir mal ein. So. Einen habe ich ja auch noch unten am Dingens da stehen. Ich kaufe noch einen. Mich da jetzt durch. Ist mir shit egal. Der steht da unten. Der bleibt auch da unten. Wo hängt er denn jetzt? Ach, da hinten hängt er. Ich mach's nicht einfacher, ne? Ich mach's nicht leichter hier. Oh Mann, ey. Oh. Ey. Ey, sag mal. Willst du mich hier verarschen oder was? Wegen so einem scheiß Dingens, da komme ich hier nicht rum, oder was? Ja, jetzt dürft ihr mir hier zusehen, wie ich nicht rangieren kann. Ganz großartig. Ganz großes Kino hier. Jetzt hängt er da gleich wieder drin.
Das müsst ihr jetzt noch mit ansehen, wie ich hier nichts auf die Reihe kriege. Mitgefangen, mitgehangen. Mann, 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 ey. Manchmal stelle ich mich aber auch an. Erstmal hier dieses beknackte Fenster weg, so. Boah, die liegt aber auch beschissen, die Deichsel. Guckt euch an, da ist die Anhängerkupplung. Krieg ich da nie raus, kann ich zurücksetzen. Jetzt. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde mich freuen. Heute Abend Livestream. Dann kann ich auch schon bekannt geben, ob meine Mods jetzt zum Download kommen. Und ansonsten schaltet morgen gerne wieder ein zu den nächsten Folgen. Morgen früh um 10 und dann um 14 Uhr. Ja. Achso, und hinterlasst mir doch nochmal einen Kommentar, ob ich denn noch ein... Ich war am überlegen, ob ich noch irgendwie ein anderes LS17-Projekt starte, auf einer kleineren Karte mit kleineren Maschinen. Was haltet ihr davon? Habt ihr Vorschläge, was? Oder soll ich mich einfach hier drauf konzentrieren und das machen? Sagt einfach mal Bescheid. In diesem Sinne sage ich erstmal ciao, vielleicht bis heute Abend und sonst bis morgen.